Hallo liebe Dschungelkinder, dies ist das vierte Video in meiner Serie über das Sinfonieorchester. Du hast schon ganz viel gehört über das Schlagzeug, über Trompete, über Posaune und Tuba. Und während Posaune, Tuba und Trompete Blechblasinstrumente sind, ist auch das heutige Instrument, was ich euch vorstelle, das Horn, auch ein Blechblasinstrument. Du kennst wahrscheinlich auch ein anderes Instrument noch, das aus Blech ist. Aber das ist tatsächlich kein Blechblasinstrument im herkömmlichen Sinne. Darüber sprechen wir in einem späteren Video. Heute geht es um das Horn. Bevor wir uns allerdings mit dem Horn beschäftigen, müssen wir noch die Fragen von letzter Woche klären über Posaune und Tuba. Die erste Frage war, was bedeutet eigentlich der Begriff Glissando? Glissando kommt vom französischen Wort glisser, was so viel heißt wie gleiten. Und gleiten kann man sich ganz gut vorstellen, denn Gerwin hat uns das mit der Posaune sehr gut verdeutlicht, indem er hineingepustet hat und dabei den Zug der Posaune gleichmäßig rausgezogen hat, was eine Vertiefung der Tonhöhe mit sich gebracht hat. Also sozusagen ein Gleiten von einer Tonhöhe auf eine andere, und zwar kontinuierlich. Ein Glissando. Der Gegenteil vom Glissando ist das Staccato, und Staccato oder Staccato bedeutet eigentlich so abgehackte Töne zu spielen. Das hat er uns auch gezeigt. Also statt einem Brrr wäre es dann ein Brrr, 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 Brrr und so weiter. Ich kann das jetzt nicht so gut nachmachen, aber ich glaube, es ist klar, was Glissando bedeuten soll. Die zweite Frage war, was eigentlich die Größe des Instrumentes mit der Tiefe oder mit der Tonhöhe des Instrumentes zu tun hat. Und das hat uns der Michel ganz gut mit seiner Tuba erklärt. Er hat gesagt, das ist das größte Blechblasinstrument, das es im Sinfonieorchester so gibt. Und deshalb ist es auch das tiefste Blechblasinstrument. Und du kannst dir eine Faustregel merken. Je größer ein Instrument ist, umso tiefere Töne kann es von sich geben. Du wirst es auch in anderen Videos noch sehen, die ich hochlade, aber das merken wir uns auf jeden Fall jetzt mal. Wenn du das erraten hast, hast du die richtige Antwort genannt. Und die dritte Frage beschäftigte sich mit dieser Aussage von Michel, was eigentlich das Fundament des Hauses betrifft. Warum hat er gesagt, naja, die Tuba gehört irgendwie zu Instrumenten oder zu einer Instrumentengruppe, die das Fundament eines Hauses abbildet? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Das Fundament eines Hauses ist natürlich das, worauf ein Haus gebaut ist, auf dem es steht. Und wenn das weg wäre, würde das Haus gewissermaßen in sich zusammenfallen. Ähnlich ist das beim Sinfonieorchester oder generell bei der Musik. Wenn der Bass, also die tiefsten Töne, wenn die fehlen, dann klingt alles andere so ein bisschen hohl oder irgendwie nicht wirklich stimmig. Du kannst es mal versuchen, indem du dir vorstellst, eine Rockband zum Beispiel hätte keinen Bass und auch keine Bassdrum, also eine große Trommel beim Schlagzeug. Das würde sich ganz schön leer anhören. Das Besondere beim Haus ist, das Fundament ist eigentlich nicht zu sehen. Man sieht ja nur das Haus, was eben drauf gebaut ist. Ähnlich im Sinfonieorchester, wenn man versucht, die Bässe rauszuhören, also Tuba, große Trommel und so weiter, dann ist es ganz schön schwierig, aber wenn sie weg wären, würde man merken, irgendwas stimmt nicht. Ich hoffe, du hast alle Fragen richtig beantwortet. Jetzt hast du damit die Musterlösung sozusagen und wir starten mit dem Horn. Los geht's! Das Horn hat man eigentlich im Ursprung Waldhorn genannt. Das sagt uns auch gleich die Nora, die das Instrument erklärt, das Waldhorn. Und Waldhorn klingt ja erstmal nach, naja, was hat ein Horn im Wald zu suchen? Und es hat eben den Ursprung, dass früher, also ganz am Anfang, Hörner, Tierhörner wohlgemerkt, also wirklich die Hörner von Tieren, benutzt wurden, um hineinzublasen und damit ein bestimmtes Jagdsignal oder ein Signal für die Jagd eben hinaus zu posaunen sozusagen oder hinaus zu hornen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es verschiedene Signale für verschiedene Ereignisse. Ja, zum Beispiel dü-dü-dü-dü heißt, ich habe den Hirsch erschossen, und dü-dü-dü-dü heißt, Rückzug, Leute, wir sind fertig hier. Einfach als Beispiel. Also verschiedene Signale, die den Jägern gezeigt haben, okay, so haben die miteinander kommuniziert, weil ein Horn eben lauter schallt als der Ruf eines Jägers.
So. Bevor wir allerdings jetzt Nora zuhören, wie sie uns noch viel, viel mehr über das Horn erklärt, möchte ich dir auch hier die drei Fragen nennen, auf die du unbedingt achten solltest. Die erste Frage ist eine etwas schwierige Frage, weil du hast es bisher in meinen Bildern etwas anders gesehen. Deshalb achte genau drauf, was uns die Nora sagt. Sie erzählt uns nämlich, wo die Hornisten im Sinfonieorchester sitzen und warum sie genau diesen ganz bestimmten Platz im Orchester, im Sinfonieorchester haben. Hör mal genau hin und versuch dir die Antwort zu merken. Die zweite Frage ist, warum das Horn eigentlich so komisch gehalten wird. Wir kennen das von der Trompete. Der Schallbecher geht nach vorne raus zum Publikum, zum Zuhörer. Da geht der Schall hin. Von hier nach raus, diese Richtung. Bei der Tuba geht der Schall gewissermaßen irgendwo nach oben und bei der Posaune geht der Schall eben auch nach vorne raus. Also irgendwo so vorne oben, das ist bei den bisherigen Blechbläsern so der Fall. Beim Horn geht der Schall tatsächlich nach hinten. Und die Frage ist, warum das eigentlich so ist und warum das Horn eigentlich so gehalten wird, wie es eben gehalten wird, das siehst du gleich im Video. Und meine letzte Frage ist, wie lang ist denn eigentlich so ein Horn? Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, Moment mal, ein Horn, wie soll denn sowas aussehen? Es ist doch irgendwie eher rund, sieht es doch eher aus. Was meint der Herr Smart denn jetzt mit der Länge? Ja, ein Horn ist nichts anderes als ein zusammengerolltes Rohr. Übrigens bei Blechbläsern ganz, ganz speziell und immer wieder zu sehen. Und wie lang ist eigentlich so ein Horn, wenn man es aufrollen würde? Wie lang ist denn jetzt tatsächlich dieses Rohr, was da aufgerollt wurde? Also das sind die drei Fragen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Pass gut auf und du wirst bestimmt die ein oder andere Melodie in diesem Video wiedererkennen. Viel Spaß! Wow, jetzt haben wir hier ja schon wieder ein Blechblasinstrument. Wir hatten ja heute schon mal etwas. Was ist das denn für ein Instrument? Und vor allen Dingen, wer bist du und wie heißt du? Ich bin Nora und das ist ein Waldhorn oder auch Horn genannt. Mhm. Waldhorn erinnert mich jetzt so direkt an Jagdszenario. Man bläst ins Horn rein, los, Attacke. Das stimmt, das kommt daher. Das kommt vom Jagdhorn. Okay, klingt das denn auch ähnlich? Willst du uns mal zeigen, wie das klingt? Ja, das klingt ja schon wirklich so ein bisschen nach Jagd. Okay, wo ist denn jetzt dein Platz im Orchester? Wo genau sitzt du und was ist da so deine Hauptaufgabe? Also ich sitze vom Dirigenten aus links neben den Holzbläsern. Und das ist, weil das Horn die Brücke zwischen Holzblasinstrumenten und Blechblasinstrumenten ist. Deswegen dürfen wir nicht bei den Trompeten und Posaunen sitzen. Aha, du bist quasi so ein bisschen so eine Ausgestoßene als Blechblasinstrument. Ja. Warum ist das so? Also was heißt da genau die Lücke? Kannst du uns das ein bisschen erklären? Also eigentlich sind es zwei Dinge. Wir haben erstmal einen sehr weichen Klang. Das heißt, wir mischen uns sehr gut sowohl mit Holzbläsern als auch mit Streichern. Mhm. Aber wir können auch sehr laut spielen. Das heißt, wir können auch mit den Posaunen mithalten. Okay. Das klingt schon unfassbar spannend. Ich würde dir, glaube ich, erst einfach mal, hast du uns was mitgebracht, was du uns einfach mal zeigen kannst? Ein kleines Klangbeispiel, dass wir mal hören, wie dieses Instrument, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen gehört, aber noch ein bisschen so ein Orchesterstück vielleicht. Ja, ein Beispiel für, dass wir mit den Posaunen mithalten können, wäre zum Beispiel. Das kam mir aber doch bekannt vor. Ja, und ich glaube, unseren Zuschauern kam es auch schon bekannt vor. Haben wir tatsächlich heute auch schon gehört, zumindest einen anderen Auszug. Ich muss direkt an Darth Vader aus Star Wars denken. Genau. Und das war es auch sicherlich, oder? Da täuschen mich meine Ohren nicht. Mhm. Ganz stark. Und da merkt man, das Instrument spielt schon sehr laut. Du hältst es jetzt, oder du spielst das Instrument sehr laut, oder kannst es. Du hältst jetzt das Instrument so, dass der Klang nach unten geht, nicht so wie die Trompete irgendwie nach vorne. Warum ist das so? Der Hauptgrund ist, dass wenn ich das Horn ohne Hand im Trichter spielen würde, das in sich zu hoch wäre und die Intonation nicht stimmen würde. Also es wäre dann ungefähr. Und es ist ein bisschen schärfer, der Klang ist ein bisschen schärfer. Und wenn ich aber mit der Hand spiele,
Es ist ein bisschen runder. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Aufnahme jetzt so gut hört. Zu halten. Ja, klar. Aber jetzt, man konnte das sehr, sehr gut hören. Ich hoffe, ihr zu Hause konntet das auch gut hören. Wie wird denn aber jetzt genau dieser Ton erzeugt? Ich meine, wir sehen hier alle möglichen, da ist ja richtig viel Material verarbeitet. Mhm. Und wie kommt der Ton jetzt von da oben, da unten an? Okay, dazu zeige ich euch eine vereinfachte Variante vom Horn. Dann haben wir hier quasi die Reisevariante, die Billigvariante für 10,50 wahrscheinlich. Und zwar fängt es an mit den Lippen und der Luft. Wenn ich einatme, kann ich die Luft durch die Lippen nicht pressen, aber rauslassen und es entsteht eine Schwingung. Und diese Schwingung geht in mein Mundstück. Also schon ein bisschen lauter. Das muss man aber auch erstmal üben, bisschen, oder? So ja, auszuatmen macht man auch nicht jeden ja, Tag. Ja, es ist ein bisschen wie wenn ein Pferd macht. Mhm. So. Und dann kann man immer kleiner werden von der Öffnung. Und dann kann man das Mundstück in den hier 4 Meter langen Gartenschlauch stecken. 4 Meter. Und dann bringt man mit dieser Schwingung von den Lippen die Luftsäule in dem Rohr zum Schwingen und dann entsteht ein Ton. Und wow. Genau das gleiche Prinzip hat man beim Horn. Und das machst du alles mit deinem Mund? Größtenteils, ja. Auch mit, man übt die Luft in verschiedenen Geschwindigkeiten aus sich rauszulassen und man übt mit verschiedenem Druck. Und ich habe natürlich hier eine moderne Variante mit Ventilen. Das heißt, ich habe quasi 12 Gartenschläuche hier reingebaut, die alle unterschiedlich lang sind. Und je nachdem, wie lang der Gartenschlauch ist, entsteht eine unterschiedliche Tonhöhe. Je kürzer, desto höher, je länger, desto tiefer. Und es geht bis von oben bis unten komplett. Wow. Und dann spielst du denn auch während einem Stück immer nur mit einer Klappe? Oder spielst du auch, ich meine, das sehen wir ja wahrscheinlich gleich, ja. Von daher will ich gar nicht mehr fragen. Hast du uns was mitgebracht, wo man sehen kann, wie du auch diese Klappen dann während dem Spielen bedienst? Das habe ich. Okay, dann sind wir ganz gespannt. Das klang schon richtig, richtig toll. Und da haben wir richtig toll gesehen, wie auch diese Klappen bedient werden oder die Ventile bedient werden. Ganz spannend. Ein ganz spannendes Instrument. Mhm. Habt ihr denn auch viele Solostücke oder spielt ihr eher so im Hintergrund? Das war jetzt zum Beispiel ein Solostück. Das war das dritte Hornkonzert von Mozart. Mhm. Der hat 4 geschrieben. Also sind wir gut dabei. Mozart hat nicht so viele für Bläser gemacht. Es gibt sehr viel romantische Literatur für Solohorn, aber im Orchester sind wir schon oft mehr so die Basis geben. Mhm. Oder dass man mal so 4 Takte wirklich offenes Solo hat, wo man dann zu hören ist und zaubern soll. Mhm. Das passiert auch oft. Ja, und das ist dir schon total gut gelungen. Es hat uns total viel Spaß gemacht, das zu hören. Gibt es denn außer Klassik was du vielleicht zu Hause eher im privaten Rahmen und jetzt nicht unbedingt mit dem Philharmonieorchester spielst, wo du total viel Spaß dran hast? Vielleicht irgendeine bestimmte Musikrichtung, irgendwas, was du besonders gerne machst? Für das Horn ist Filmmusik natürlich immer super, weil wir, ich habe irgendwo mal in einer Dokumentation gehört, die haben dann die Filmmusik von Transformers, glaube ich, gespielt und dann haben sie die Hörner weggedreht. Und es war so langweilig. Es war so nichts irgendwie. Es war wenig Klang, es war einfach nur noch Rhythmus irgendwie. Und dann haben sie die Hörner wieder aufgedreht und dann war es richtig so. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn ihr im Kino sitzt und so richtig Gänsehaut habt, weil die Musik gerade so packend ist, dann ist das Horn auf jeden Fall dabei und dann spielst du da aus Leibeskräften mit deiner Truppe. Schön. Ich habe so ein bisschen rausgehört, vielleicht kriegen wir noch mal ein Klangbeispiel mit Filmmusik. Ja. Vielleicht wieder was zum Raten, schauen wir mal. Mhm, was Kleines habe ich noch dabei. Musik.
Also, vielleicht kennt es ja jemand. Ja, vielleicht. Ich habe es wieder erkannt, obwohl es heute auch nicht ganz so schwer ist. Jeder spielt was von Star Wars. Ja. Aber wirklich schön. Also ich merke, da fängt die Gänsehaut schon an. Ein ganz, ganz tolles Instrument, was du uns hier gezeigt hast. Und jetzt muss ich aber mal fragen, wenn du jetzt mal so ein ganzes Konzert spielst, hast du dann nicht irgendwann einen roten Kopf und kippst vom Stuhl? Weil das ist doch super anstrengend, die ganze Zeit die Luft rauszupressen. Ja, zum Glück gibt es manchmal Pausen. Da kann man dann durchatmen und man übt es natürlich schon, dass man sich so entspannt hinsetzen kann, dass man nicht hyperventiliert am Ende. Hat also auch aber auch viel mit Atemtechnik zu tun. Also das gehört auf jeden Fall beim Üben des Instruments dazu, genau, dass man auch wirklich lernt, wie man richtig atmet. Ja. Das ist eigentlich wie bei Sängern. Mhm. Ja. Ganz spannend. Ganz, ganz spannend. Ein super Instrument, was du uns da mitgebracht hast. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Film, den ich gucken kann, damit ich darauf achten kann, Aro spielen in die Hörner. Genau. Das war ganz interessant. Vielen Dank. Gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ich bin ja so unfassbar dankbar, dass die Musiker der Rheinischen Philharmonie sich die Zeit genommen haben, mit mir diese Interviews zu drehen. Du hast in den letzten Wochen bzw. in den letzten Videos, die ich hochgeladen habe, 5 Musiker und ihre Instrumente kennengelernt, die im Sinfonieorchester spielen. Du hast schon das komplette Schlagzeug bzw. Schlagwerk kennengelernt und jetzt alle Blechblasinstrumente, die im Sinfonieorchester vorkommen. Und ich möchte ganz, ganz kurz zusammenfassen, was du bisher schon über die Blechblasinstrumente gelernt hast. Denn du hast gelernt, es kommt tatsächlich dort auf die Größe an. Je größer ein Blechblasinstrument ist, umso tiefere Töne kann es von sich geben. Du hast gelernt, dass jedes Blechblasinstrument ausnahmslos unterschiedliche Töne erzeugen kann, indem die Lippenspannung unterschiedlich stark oder die Lippen unterschiedlich stark zusammengepresst oder locker gelassen werden und dass es darum geht, wie man die Luft im Instrument beschleunigt. Du hast gelernt, dass Blechblasinstrumente eigentlich alle viel, 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 viel länger wären, wenn man sie einfach als ein Rohr, ein gerades Rohr, aufrollen würde, beziehungsweise dass Blechblasinstrumente nichts anderes sind als ein langes, aufgerolltes Rohr, was dann eben etwas kompakter ist und man so in die Hand nehmen kann. Das ist das Besondere an Blechblasinstrumenten. Außerdem sind sie neben dem Schlagzeug die lautesten Instrumente im Sinfonieorchester, weshalb normalerweise nicht ganz so viele Musiker Blechblasinstrumente im Sinfonieorchester spielen, im Vergleich eben zu anderen Instrumentenfamilien, die du in den nächsten Wochen noch kennenlernen wirst. Obwohl es mit die lautesten Instrumente im Sinfonieorchester sind, können sie aber auch ganz sanft und leise spielen, indem eben ihr Schall gedämpft wird durch einen Schalldämpfer, der den Klang oder den Ton etwas zurücknimmt und leiser macht. Ich hoffe, dir haben die bisherigen Videos gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, die jetzt in diesen Videos nicht beantwortet wurden, zöger nicht, schreib mir in die Kommentare, was du noch für eine Frage hast, was dich interessiert. Eine wichtige Sache noch übrigens, dadurch, dass es wirklich schwierig ist, durch dieses Zusammenpressen der Lippen einen ordentlichen Ton in das Instrument hineinzugeben, mit dem das Instrument auch irgendwas anfangen kann, sollte man eigentlich Posaune, Trompete, Tuba und Horn erst ab einem Alter von 8 bis 9 Jahren spielen, wenn dann auch wirklich die Kraft in den Lippen und um den Mund herum wirklich so stark ist, dass man diese Töne so produzieren kann. Einfach, falls du dir überlegst, dass du gerne ein Blechblasinstrument spielen lernen würdest. Abonnier doch meinen Kanal, um einfach auf der sicheren Seite zu sein, wenn die nächsten Videos kommen. In den nächsten Videos wird es um die Instrumentenfamilie der Streicher gehen. Außerdem werden wir die Holzblasinstrumente genauer unter die Lupe nehmen. Und dann gibt es noch ganz spezielle Videos, wie zum Beispiel das Video von einem Dirigenten oder von Harfe und Cello gemeinsam. Das wird eins meiner Lieblingsvideos sein. Also das kommt wahrscheinlich eher ein bisschen am Ende. Jetzt hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat. Du kannst mir gerne einen Daumen nach oben klicken, damit ich auch sehe, dass es dir gefallen hat. Ansonsten schreib mir in die Kommentare, was du von dem Video hältst und was du vielleicht erwartest, wie die Reihe weitergeht. Bis dahin, ganz liebe Grüße, einen wundervollen Schulstart am Montag und bis bald, dein Herr Smart.